Heyo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Halleluja. Hallo. Zusammen mit meinem Brüderchen im Gestaltaros LP und den hier. Da. Und dem hier. Und dem da. Ja, ich habe tatsächlich doch jemanden gefunden, der sich traut, das Ganze mit mir zu tun. Tu es mit mir. Das ist zweideutig. Für alle, die Challenge nicht kennen, es soll wirklich eine Challenge werden. Das heißt, wir werden dem anderen diese Schachtel hinhalten. Er wird mit geschlossenen Augen eine Bohne ziehen und probieren. Wir haben das darum erweitert, dass derjenige dann auch im besten Fall errät, welchen Geschmack er denn da gerade gezogen hat. Nein, das so, dass ich da mal hinten auch gucken kann, weil ich das ergibt, weil ich immer, du hast dich alle gesehen. Ja, dann müssen wir halt ein bisschen die Munde ziehen und du darfst mal die Farbe kennenzulernen, ne? So. Aber du weißt sie doch schon. Deswegen, ja, ich gucke. Das ist ja voll unfair. Ich gucke nicht hin, du darfst auch nicht. Was? Du darfst auch nicht die Farbe sehen. Ich mache gern. Okay, gut, dann ist es ja rund, ob ich die Farbe sehe dann noch nicht. Ja, du siehst ja nie, du siehst und die Farbe nicht. Nein, die soll ja ziehen, ohne die Farbe zu sehen. No. Also, haben wir die Regeln nochmal geklärt. Verstanden. Wo stehst du so, weißt du? Okay, wer fängt an? Immer der, der fragt. Och, komm schon. Ich hab voll Schiss. Also, hier. Also, es gibt... So. Es gibt dazu wundervolle Geschmäcker wie erbrochenes Aber wir können das ja einfach kurz... So ich weiß, in die Kamera wird man das bestimmt nicht lesen. Hier gibt sowas wie schwarzer Pfeffer, okay, Popel, Dreck... Also ich packe euch einfach mal ein Bild von dieser... Erdwurm. Geh mal ganz kurz. Gras. Also das ist Regenwurm. Hier sieht man, welche Geschmäcker es gibt. Ich werde euch ein Bild davon auch nochmal unten in die Videobeschreibung packen. Dann könnt ihr parallel dazu dann sehen, was wir uns da gerade... Ich will Tutti Frutti. In den Mund schieben. Ja, dann Augen zu. Glaube ich. Und go. Warte, lass mich die gucken. Okay, ich weiß, was es ist. Ja? Ja. Ist es was Schlimmes? Ja, das sag ich dir nicht. Ah ja, eigentlich. Okay, ist es nichts Schlimmes. Aber was ist es? Schmeckt irgendwie fruchtig. Kirsche? Kirsche? Nein. Kirsche? Apfel? Ich weiß es gerade nicht. Oh, Wassermelone. Wassermelone? Aber es ist zumindest eine Frucht. Doch, jetzt stimmt. Es ist lustig, jetzt wo du es sagst, schmeckt man es raus. Okay, jetzt machen wir das sie. Also nicht erraten ist kein Punkt. Können wir so machen, ja, denke ich. Genau. Haben wir irgendwas zu trinken hier? Nee, ne? Hier. Ah, okay, das ist in Ordnung. Ja. Product Placement. Ich hab Wurstfinger. Warte. Ah, okay, ja. War es was Schlimmes? Mm-mm. Gut, aber es schmeckt nicht schlimm. Ach, das ist dieses Tutti Frutti bestimmt, ne? Nämlich ganz. Es gibt eins, das nennt sich Candy Floss. Das ist so wie Zuckerwatte. Da, Augen zu. Hab ich. Wo ist es? Da ist es. Da ist es. Oh mein Gott. Bitte, Herr Seigen. Moment. Ich hätte das voll gay. Ja, ess einfach. Ja, das kann man nicht richtig erkennen, weil das Licht hier mega behindert ist. Okay. Was es jetzt war. Es kann natürlich sein, dass es das war. Was war? Das eine. Also es war so ein weißlicher Ton, aber ich weiß nicht, ob es weiß-gelb war mit Punkten oder was auch immer. Also es kann alles hier oben sein. Könnten jetzt Popel sein oder Bananen oder Marshmallows oder Ohrenschmalz. Okay. Scheiße. Ein verrottetes Eis ist definitiv nicht, dafür schmeckt es zu gut. Wie Ohrenschmalz und Popel schmecken, weiß ich nicht, deswegen ist das ein bisschen schwierig gerade. Ich hoffe, dass das Licht ist einigermaßen okay. Wir haben nur hier von oben so mega Beleuchtung und da den weißen Bildschirm. Den habe ich ja extra ein weißes Bild angemacht, damit es ein bisschen heller ist. Next one. Gucken wir mal, wie viele wir machen, wenn wir keinen Bock mehr haben. Ne? Ja. Da. Nein, da. Wo? Da. Ah, okay. Bin ich mal gespannt, ob du das errätst. Boah, Alter. Sehr gut. Die Scheiße ist, um es zu erraten, musst du so übel lange darauf rumkauen. Alter, darf ich gucken? Weißt du, nach was das schmeckt? Wonach? Das schmeckt nach roter Beete. Ja, ehrlich? Ohne Scheiß jetzt. Okay. Aber es schmeckt doch übel scheiße. Ja, das mit dem Scheiße habe ich mir schon fast gedacht, aber...
Es schmeckt wirklich übel nach roter Beete. Also von daher wüsste ich nicht, was es jetzt sonst sein sollte. Es war Popel. Jetzt weiß ich, wie Popel schmeckt. Wer sie ausspuckt, hat verloren. So, Punkt. Geben Sie mir dies. Oh. Schickel, schickel. Augen zu. Ja, hab ich nicht ja. Glubschen. Jetzt darf ich noch schütteln. So, jetzt hab ich geglubscht. Da. Da, gib mir, gib mir. Zeigen Sie mir dies. Sag aber mal in die Kamera, dann können die Leute das vielleicht sehen. Das sieht man kacke wegen dem Licht. Warte, ich muss erst kontrollieren. Ich glaube, es ist das. Ja, es könnte sein. Ich probiere. Okay. Ein bisschen Angst. Schmeckt es komisch? Es schmeckt sehr komisch irgendwie, ja. Oha. Boah. Oha. Oh, ist das eklig. Oha, was? Das ist irgendwie total ekelhaft. Ja, ekelhaft gibt es hier viele Sachen drauf. Oh, scheiße. Boah. Was ist das? Was könnte es denn sein? Boah, ist das ekelhaft. Boah, ist das schwierig. Tun die mal hier oben hin. Boah, nee. Das kann eigentlich nur Erbrochenes sein. Ich glaube, es war Sausage. Ehrlich? Ja. Würstchen? Boah, ist das ekelhaft. Also es hatte dieselbe Farbe. Oder boah. Dirt. Dirt könnte auch gewesen sein. Nee, Dirt ist es definitiv nicht. Aber es ist du boah. Hast schon mal weggefressen. Das zu einem Vegetarier. Ja, das ist schon... Deswegen schmeckt Würstchen für mich so scheiße. Ja, sei froh, es war kein Würstchen. Also es war der Würstchen-Geschmack, aber es war eine Bertie-Bott-Bohne. Also es war kein Würstchen. Boah, ist das ekelhaft. Schluck runter oder Schluck aus. Ich versuch das jetzt. Gott, jetzt ein Stück Wasser nehmen. Ich glaube, so Sachen wie wirklich verrottetes Ei, Dreck oder Ohrenschmalz, wenn ich das rausschmecken würde, ich würde es sofort ausspucken. Das ist wirklich so ein ekelhafter Würstchengeschmack. Vor allem, wenn man so lange keine Würstchen gegessen hat, ich kenne das. Ja. Boah, hier sind so ein paar richtig schöne leckere bei. Ja, ich würde jetzt auch ganz gerne... Blau, aber hier sind auch welche bei, die gibt's gar nicht. Guck mal, hier ist ein tiefdunkelblaues. Das ist grün. Nein, Mann, das ist blau. Da, das die zwei da. Das eine ist grün und das eins blau. Da oben, guck. Ach Gott, Blueberry. Nice. Super. Oh, ist das ekelhaft. Augen zu und durch. Zeigen. Hau rein. Oh, scheiße. Das ist Kirsche. Du hattest aber grüne Apfel. Ja, das hätte ich jetzt als zweites gesagt, aber das hat sich überall geschmeckt wie angeschmeckt. Es hat sich angeschmeckt wie Kirsche. Das stimmt jetzt, ja, wie mit der Melone. Boah. Wenn man weiß, was es ist, dann... Ich will mal gucken, dass ich die leckeren Sachen... Oh, nach unten schiebe. Oh, mein Gott. Ich glaube, wenn ich jetzt noch ein, zwei unleckere Sachen kriege, dann. Boah. Ja, du darfst. Also das Würstchen war schon echt hart, muss ich sagen. Sehr schwul. Was? Nix. Da. Gönn dir. Wenn du das sagst, kriege ich Angst. Oh, das ist Zimt. Zimt? Ja. Also ein bisschen was schärfer ist das, ne? Ja. Ja, es könnte auch sein. Aber es könnte noch Cherry oder das ist dieses, Regenwurm sein. Ich glaube nicht, dass ein Regenwurm nach Zimt. Ne, das schmeckt definitiv nach Zimt. Ja, ist klar. Ich mag Zimt, von daher. Ja, passt. Zimt ist cool, aber dieses krasse Zimt ist heftig. So. Shake it. Augen zu. So, zeigen. Boah. Boah, ich weiß, was es ist. Krass, oder? Richtig krass ekelhaft, oder? Boah, das kann ich nicht runterdrücken. Das geht nicht. Siehst du? Ey, ich hab's geschafft, ja? Ich bin stolz auf mich. Das war wieder Würstchen. Das war Würstchen? Das war Würstchen. Was hättest du jetzt gedacht? Boah, ich dachte echt, das wäre das Ei, Alter. Echt? Boah, das schmeckt ja so abartig. Nee, das schmeckt nach Würstchen. Also es ist Würstchen, tatsächlich.
Wurst. Boah, das schmeckt richtig ekelhaft nach... Jetzt, wenn man weiß, dass es Wurst ist, schmeckt es so nach richtigen... So, als ob du in einem Laden in die hinterste Ecke greifst und da so eine Packung Wurst rausholst, ja, und ja, was noch roh frisst. Mhm. Genau so. Das ist ganz fürchterlich, ganz ekelhaft. Ich schluck das einfach mit Wasser runter. Wie so eine Tablette. Gut, ein paar haben wir ja noch, ne? Aber auf den ersten Bissen hat das wirklich voll auf diesem Ei angeschmeckt. Angeschmeckt, ist das schön? Das hat es richtig angeschmeckt. Ja, hat sich das immer angeschmeckt. Ein paar Mann, immer dieselben. Was? Wenn man diese ganzen komischen verschiedenen Geschmäcker irgendwann im Mund hat, ist komisch. Ich hab so ein bisschen Wurst mit... Ich hab jetzt Zimtwurst. Ich meine, das hatte ich schon mal. Was soll das denn sein? Das, was ich als erstes hatte, oder? Was hast du denn? Ich weiß es nicht mehr. Es könnte Marshmallow oder Banane sein. Bananen eher nicht, dann wahrscheinlich Marshmallow. Ja, weil das hatte so eine fleckige Farbe und es war nicht wieder Würstchen, also. Ja, dann war es wahrscheinlich Marshmallow. Ja, ein komischer Marshmallow, aber ein Marshmallow. Aber ein Marshmallow. Ja, Augen zu. Ja, da. Zeigen. Oh, da bin ich aber mal gespannt. Oh, ja. Mach mal wieder Leertaste. Ah, jetzt habe ich es nicht reingezeigt, ne? Dein Blick sagt alles. Das ist Seife, oder? Ja. Was war das? Das schmeckt voll komisch. Also so... Das Gefühl, meine Zunge wird taub. Das ist jetzt dumm an, aber das schmeckt halt nicht mal schlecht so. Das ist eine Seife, wo man wirklich so sagen würde, wenn man die riecht, so... Boah, die würde ich gerne mal probieren. Also das ist nicht mal schlecht. Du darfst. Ich darf? So schön. Dann habe ich zwei. Warte, nein, die will ich. Die willst du? Die will ich. Will ich die wirklich? Weißt du wieder nicht, was es ist? Das sieht eher nach Candyfloss aus wie das. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich meine, probier es. Aber das sieht halt eher nach Candyfloss aus wie hier das. Das ist halt so durchsichtig. Es ist tatsächlich eine Farbe. Das ist so ein helles Rosa. Das gibt es irgendwie gar nicht in den Beschreibungen hier. Boah, das schmeckt extremst nach Kaugummi. Nehmen wir so oder soll ich nochmal? Ja, mach ich nochmal. Warum habe ich das gefragt? Warte mal ganz kurz. Ich will mal eben gucken, ob es hier überhaupt noch Sachen gibt, die ekelhaft sind. Bestimmt. Okay. Das ist runtergefallen. Okay, ich weiß, was es ist. Ich gehe davon aus, dass ich weiß, was es ist. Voll schön. Ja. Weiß ich auch, was es ist? Ich glaube ja. Ich hoffe, du rätst es. Nicht heimlich in der reingucken und versuchen, die Bohne zu erkennen. Das zählt nicht. Und? Oh, das ist der Pfeffer. Ja. Schöne schwarze Pfeffer. Oh, ich hasse Pfeffer. Oh, ist das scheiße. Ich meine, das ist nicht so scharf wie Pfeffer, aber es ist dieser pure Pfeffergeschmack einfach. Ja, als ob du auf so einen Pfefferkorn beißt. Ey. Ja, boah. Ich hasse diesen Moment, wenn man auf einen Pfefferkorn beißt. Schlimm. Also, während ich das kaue, will ich jetzt die Genugtuung, dass du auch so ein Ding kriegst. Aber wenigstens was ähnlich ekelhaft. Guck mich nicht so an. Augen zu. Nicht so böse lachen. Ich will nicht, dass du so böse lachst. Das ist nicht gut. Nein, ich will das jetzt nicht. Ich hab Angst. Du probierst das jetzt. Ohne in die Linse zu lunzen. Du machst jetzt die Augen zu und nimmst die Bohne in den Mund. Linse zu lunzen. Ja, mach die Augen zu und nimm die Bohne in den Mund. Das war ein schöner, leckerer Regenwurm.
kennt ihr dieses Gerücht, dass man als Kind einfach als Mutprobe einmal einen Regenwurm gegessen haben muss? Du hast es halt jetzt gemacht. Ja, okay. Oh. Ja, ne? Da. Ich kann mir lustigerweise vorstellen, dass die Dinger tatsächlich so schmecken. Das ich glaube ist, ekelhaft. Boah, wir haben nicht noch einen Regenwurm da drin, deswegen werde ich das nicht probieren können. Oh, scheiße, das ist voll schwer. Kannst du runterspülen. Macht man mit dir normalerweise auch. Nimm. Nee, das gebe ich dir jetzt nicht. Warum? Weil das unfair ist. Das tut die Futti, gib mir das! Ja. Ich gönne dir heute. Das ist das, was nach Kaugummi geschmeckt hat. Echt? Mhm. Nur bei mir hatte das keine Punkte. Stimmt, deswegen haben wir das doch nicht erkannt dann. Also nachdem man jetzt gefühlt fünfmal einfach Mist hatte, hat man auch irgendwann keinen Bock mehr. Ja, aber du bist jetzt dran. Ich hasse dich. Also gerade wird aus der Challenge wirklich eine Challenge, finde ich. Für mich nicht. Ich hasse dich. Ja, ich gucken. Ich gucke nicht. Und da lassen Sie das. Lassen Sie das, ich möchte das nicht. Du kannst leider nicht erriechen. Mach die Augen zu. Hab ich. Das sind so komische. Ach, egal, probier einfach. Was? Probier jetzt. Da sind so komische. Ja. Also es hat auf jeden Fall irgendwas. Es ist nicht Punkte komplett, drin. Ja, es sind Punkte drauf. Es könnte sein, dass du das schon hattest, das kann ich aber nicht genau definieren. Es könnte sein, dass es wieder die Bratwurst ist. Ja? Es ist wieder das Würstchen. Das schaue ich mir nicht nochmal an. Es sah einfach so komisch aus. So richtig aus wie eine Bratwurst. Oh Gott, ey. Hoffentlich kriege ich jetzt einen grünen Apfel oder so. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich ihn hasse? Hier da drin. Das kriegst du jetzt nicht. Das ist wieder der Apfel. Gib her. Ich zieh da nochmal. Den will ich haben. Der hat einfach schon zum dritten Mal den scheiß Apfel. Also es könnten zwei Sachen sein. Okay. Das ist wieder die Bratwurst. Okay. Es hätte auch Dreck sein können. Oh ja, das ist so ekelhaft, ey. Richtig krass, ne? Ihr könnt euch echt nicht vorstellen, wie ekelhaft das schmeckt, ey. Das ist so... Bah. Was haben wir denn da noch? Dann probieren wir jetzt einfach nochmal das, was wir noch nicht hatten. Da ist eins, das müssen wir noch ziehen, weil das ist nämlich der Popel. Ja, da sind voll viele Würstchen bei. Da sind jede Menge Würstchen. Das ist nochmal so ein Regenwurm. Das ist ein Regenwurm? Ja. Ja, dann probier. Ich will, dass du das probierst. Ich bestehe da jetzt drauf. Ich probiere einmal Seife. Einfach, falls mich interessiert. Bah. Sicher, dass das der Regenwurm ist? Ja. Schmeckt richtig ekelhaft, oder? Ich konnte den auch nicht runter. Das ging einfach nicht. Ich probiere jetzt mal die Seife. Fuck, Alter. Boah, der ist richtig ekelhaft. Das ist eigentlich voll lecker, ne? Das ist total witzig. Also, euer Schreiter wird echt die Zunge taub von. Ja, ohne Scheiße. Ist voll krass, ey. Also, man schmeckt. Weißt du, was wir gleich machen? Wir machen gleich. Warte mal, geh mal kurz die ganzen Scheiße her. Also man schmeckt definitiv raus, dass es Seife ist. Das ist total witzig. Scheiße, stimmt, das könnte das Ei sein. Hier, nimm dir eins. Oh Gott, nein. Die drei hier sind hundertprozentig Würstchen. Ja, also wir hatten auch keinen Dreck dabei. Schade. Den Pfeffer gönne ich mir jetzt gleich. Gönn dir. Okay, dann... Das, Leute, ist unsere einzige erbrochenes Bohne. Und das ist unsere einzige Popelbohne. Das heißt... Wir müssen uns jetzt überlegen, wer von uns das Erbrochene nimmt und wer den Popel. Wir losen aus, okay. Was heißt... Genau. Warte, ich probiere einmal. Ich weiß nicht, wo was ist hier, ne? So. So, du suchst dir jetzt eine aus. Die. Nein, ich hab das Erbrochene. Ich hab das Erbrochene. Du hast den Popel? Ich hab den Popel. Ich hatte ja eh schon einen Popel. Ja, ich noch nicht. Stimmt. Ich muss noch mal kurz was trinken. Wir haben nicht mehr viel. Die Flasche war halb voll. Boah, der Pfeffer ist wirklich heftig. Krass, ne? Also ich finde, es ist nicht sehr scharf. Man schmeckt nicht viel, aber man schmeckt einfach diesen puren Pfeffer.
Boah, Pfeffer ist echt heftig. Und das schmeckt auch richtig hart, ey. Ja. Dann gönne ich mir jetzt das Erbrochene. Und ich den Popel. Der Scheiß, dass von den Dingern nichts riecht, ne? Ich meine, ja, ich sowieso man riecht krank, tatsächlich überhaupt nichts, man schmeckt erst. Das erst, wenn man drauf beißt, schmeckt man die Scheiße, ey. Bist du fertig? Ja. Stößchen. Du hattest Popel schon, ne? Mhm. Okay. Boah. Boah, ne. Was denn? Fuck, Alter. So krass? Boah, das geht gar nicht, Alter. Fuck you. Boah, das ist richtig hart, ey. So schlimm? Mhm. Boah, ne. Ich muss das aussprechen, sonst übergebe ich mich gleich wirklich. Alter Schwede. Ich muss sagen, der Popel ist auch nicht gerade angenehm, boah, aber es geht. Boah, leck mich am Sack, ey. Scheiße, war das ekelhaft. Das also, schmeckt haargenau so, wie Kotze riecht. Das ist so... Ehrlich? Bah. Boah. Alter Schwede. Hätte ich dann noch zweimal drauf rumgekaut, ich hab die wirklich hier hingekotzt. Junge, so eine kleine Pissbohne ist so ekelhaft, das geht doch nicht. Vor allem, ich hab da gerade drauf gebissen und... ich habe noch nicht ganz drauf gebissen, dieser komplette Geschmack kam noch gar nicht durch, aber es war schon so ekelhaft, ey. Ah, schade, dass da kein zweites von da ist, ey. Ich hätte es eigentlich tatsächlich auch ganz gerne probiert, aber nach deiner Reaktion bin ich jetzt auch echt froh, dass ich es nicht getan habe. Darauf erst mal Explosion. Diesmal kaust du zuerst. Auf das verrottete Ei. Ich hatte schon das Ei. Nee. Könnte auch Ohrenschmalz sein, ne? Ja, es ist bestimmt nicht das Ei, weil es ist nicht ekelhaft genug dafür. Nee, es ist vielleicht Ohrenschmalz. Ich glaube eher, das war Ohrenschmalz. Lecker ist es auch nicht, aber... Es ist nicht lecker, nein, aber es ist jetzt auch nicht so extrem schlimm, dass ich es jetzt sagen würde, ich muss es unbedingt ausspucken. Also, wir hatten leider kein Glas voll Dreck. Warte, wir können das dann nochmal... Wir hatten leider auch kein Lemon, ne? Nee, wir hatten keinen Lemon. Wir hatten viele Geschmäcker nicht. Wir hatten... Gras hatten wir nicht. Gras hatten wir nicht. Wir hatten... Also Banane? Nur eine Blueberry. Es kann sein, dass ich Banane hatte und es nicht erkannt habe. Das kann durchaus sein. Aber ich meine, wir hätten es nicht gehabt. Dann Cherry? Hat auch jetzt keine... Doch, ich hatte die ganz zum Schluss. Okay, gut. Ich hatte noch eine Cherry. Die war auch lecker. Also Dirt also hatten wir definitiv nicht. Gras hatten wir auch nicht. Ja, Rotten Egg dann auch nicht. Egg also das verrottete Ei. Wo und ich eigentlich Lemon. Ganz froh drum bin. Lemon hatten wir leider auch nicht. Alle anderen hatten wir, aber da waren tatsächlich 4 oder 5 Sachen dabei. Ist doch eine Seife. Die gönn ich mir. Ich gönn dir die Seife. Ich gönn mir einfach die Seife. Okay, ja, wir haben jetzt 42 Minuten. Ich werde das natürlich das Ganze noch ein bisschen kürzen. Warum bist du jetzt im Mittelpunkt? Hallo, das ist mein Kanal. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und vor allem bedanke ich mich dafür, dass du mitgemacht hast. Kein Problem, und, also, nie mehr wieder. Kotze gefressen. Ich hab Kotze gegessen. Auf jeden Fall eine sehr nette Erfahrung und ich glaube, wenn ich sie mir nochmal holen sollte, dann nur, um sie mir irgendwo ins Regal zu stellen als Deko. Schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung, da findet ihr die Liste und wichtige Infos und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Kramt irgendwo aus den Untiefen seines Sofas. Was zu trinken hervor. Oder womit? Hm? Womit? Womit ist Erbrochenes. Okay, so sieht's auch aus. Du musst ja kein Ding, schneidest du ja eh. Genau. Zum Beispiel das willst du rausschneiden. Und das, dass ich gesagt habe, du musst es schneiden. Und auch das, dass ich gesagt habe, du musst es schneiden. Du oh, jetzt. Schneiden musst. Kopf ist fokussiert. Mein Kopf ist fokussiert. Unsere Kopf ist fokussiert. Jetzt ist deiner fokussiert. Ich will, dass meiner fokussiert ist. Ja! Ja, das, was wir nicht erkannt haben. Oh, Black Screen. Warum hast du ausgerechnet jetzt kein Energy hier? Ich hasse dich. Weil ich das immer trinke, bevor du kommst. Fetter. Warte, wir lassen den hier mal. Boah, pass auf, die Wasserflasche ist auch geil. Wir lassen den mal hier so ein bisschen headbangen in der Zeit. Du kannst es besser, mach das. Das ist die Warteschlange. Ungeschnitten. Und unzensiert. Wir hatten leider keinen Dreck. Wir haben kein Glas voll Dreck. Jetzt habe ich das Ding weggeschnippt. Nein! Nein!
Ich halte die jetzt. Jetzt habe ich auch so eine coole Absage gemacht. In Black Baby. Stars, pop off.